Das Jugendwort 2014. Es ist nicht Gammelfleischparty. Es ist nicht Harzen. Es ist nicht Niveau-Limbo. Es ist auch nicht Zweck. Oder YOLO. Oder Babbo. Es ist... Läuft bei dir. Aber kommen wir doch erstmal zur Bedeutung von Läuft bei dir. Es ist eine andere Redewendung für Du hast es drauf. Synonym für cool, krass, kann auch ironisch verwendet werden. Läuft bei dir oder kurzform läuft. Bevor wir zu den Anwendungsbeispielen kommen, hier noch die Top 5 dieses Jahres. Als zweiter Platz wäre gönn dir gewesen. Auf den dritten hätten wir dann Taiwan. Auf dem vierten Platz wäre Selfie. Und auf dem fünften Platz Senfautomat. Und in alter Senfautomaten-Manier, also Klugscheißer-Manier, werde ich euch jetzt beibringen, was Läuft bei dir bedeutet. Es gibt zum Beispiel zwei Arten von Läuft bei dir. Die positive. In diesem Beispiel läuft Person A fröhlich gelaunt durch die Gegend. Person B ruft ein erfreutes Hey, läuft bei dir zu. In der negativen Variante von Läuft bei dir geht es folgendermaßen zu. Person A steht da rum. Nichts Ungewöhnliches. Person B sagt abwertend, es läuft bei dir. Ja, und was ist mit Person A passiert? Man sieht also, das Wort oder dieser Satz ist ultimativ einsetzbar und für alle Fälle geeignet. Das heißt also bei euch, verwendet immer Läuft bei dir. Und damit ihr noch ein paar lustige Sachen seht, gibt es die ultimativsten Läuft bei dir Fotos, die auf allen sozialen Plattformen unterwegs sind. Das war's auch schon wieder für das Jugendwort 2014. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu, lasst ein Abo da, denn hier läuft's bald ordentlich. Und wenn ihr sehen wollt, was es so in der Gaming-Branche gibt, dann könnt ihr auch hier oben jetzt klicken. Da läuft es nämlich auch. Und wenn nicht, dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder hier zu einem neuen Video bei Philips Ultimate. Bis denn, tschüssi. Ich meine natürlich, läuft bei euch und bei mir.